Hallöchen meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es den Lesemonat für den Februar 2018 geben. Und wenn ihr neugierig seid, welche Bücher ich dort alle verschlungen habe, dann bleibt jetzt gerne dran bei diesem Monatsrückblick. Ja, der Februar ist ja immer ein relativ kurzer Monat und dadurch bin ich trotz alledem sehr begeistert darüber, was ich denn doch alles geschafft habe, obwohl es bis zur Mitte des Monats aussah, dass der echt mies werden wird. Denn ich glaube, zum Currently Reading hin hatte ich gerade mal ein Buch beendet und ja, es war echt nicht so glorreich und trotz alledem habe ich es dann geschafft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher zu beenden und 2 Manga zu lesen. Und ja, ich starte durch. Das ist jetzt chronologisch geordnet, deswegen tut es mir leid, weil gleich am Anfang die beiden Manga kommen werden. Aber ich denke, ihr werdet es verkraften, da ich eh nicht so mega viel dazu sage. Wenn ihr mögt, in der Infobox sind alle nötigen Informationen verlinkt, die Bücher, Kanäle etc. pp. Schaut dort gerne vorbei und jetzt legen wir los. Die beiden Manga, die ich im Februar verschlungen habe, waren zum einen Waiting for Spring Band Nr. 6. Ich liebe Waiting for Spring einfach. Es ist so eine schöne Geschichte und tatsächlich weckt es so meine Vorfreude auf den Frühling, gerade so wie der Titel sagt. Finde es einfach wunderschön und ich freue mich schon auf die nächsten Bände dieser Reihe. Schaut mal gerne hier oben. Schaut mal gerne hier oben bei der Leseliste vorbei, da erzähle ich mehr zu den Büchern, die ich im März lesen möchte. Das passt halt gerade als Überleitung, weil das auch irgendwie was mit Waiting for Spring zu tun hat. Und ja, ich freue mich einfach schon so mega, wenn es weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände Waiting for Spring tatsächlich haben wird. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Dann habe ich noch gelesen Shinobi Quartett, Band Nr. 2. Ich mag Shinobi Quartett eigentlich richtig, richtig gerne. Hat so ein bisschen was von Kiss of the Rose Princess, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Tatsächlich ist mir dieser Manga manchmal etwas zu überladen. Deshalb wusel ich mich da so langsam durch und brauche ein bisschen länger. Und trotz alledem finde ich ihn cool und mag ihn gerne. Und ja, es geht halt um ein junges Mädchen, welches eine reiche Erbin ist, sage ich jetzt mal. Und die möchte aber unbedingt zur Schule. Und auf der Schule begegnet sie dann verschiedenen, ja, Shinobi, also Ninja-Clans, und die wollen alle irgendwie ihre Begleiter werden, und ob sie sich entscheidet und wie sie sich entscheidet und was da alles drumherum passiert, das müsst ihr selbst lesen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Das erste Buch, was ich im Februar lesen konnte, war eins eurer Gevoteten, nämlich nächstes Jahr am selben Tag von Colleen Hoover. Das ist ja November 9 auf Englisch, das ist glaube ich richtig, ne? November 9. Eigentlich passt es ja gar nicht so recht in die Jahreszeit, aber irgendwie schon. Das Klima ist relativ ähnlich, aber trotz alledem, ja, war ich sehr gespannt darauf, was mich bei November 9 erwartet. Hier geht es um ein junges Mädchen, welches eines Tages in einem Café auf einen Typen trifft und dieser Typ gibt sich als ihr Freund vor ihrem Vater aus, da dieser sie gerade irgendwie so ein bisschen, naja, zur Rechenschaft zieht. Und dann verbringen die beiden genau diesen einen Tag miteinander, da sie danach wegziehen wird, und einigen sich in einem Pakt darauf, dass sie sich jedes Jahr am selben Tag treffen wollen, nämlich am 9. November. Doch dieser Tag ist für beide sehr vorbelastet. Was genau dort bei den beiden passiert ist, müsst ihr selbst herausfinden, indem ihr das Buch lest. Ich war sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und kann euch sagen, dass es mir gut gefallen hat. Ich fand es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, naja, ein bisschen überspitzt, ein bisschen zu, keine Ahnung. Ich mochte unsere Protagonisten, da die beide sowas ganz Spezielles hatten. Und doch konnte Colleen Hoover mich hier nicht gänzlich überziehen, denn die Geschichte fand ich etwas schwierig an der einen oder anderen Stelle, weil ich gedacht habe, boah, ich klatsch mir gleich mit dem Kopf gegen eine Wand, weil, ah, die haben mich manchmal so aufgeregt, ne? Ungelogen, die haben mich so aufgeregt. Ja, deswegen hat das Buch von mir nur in Anführungsstrichen 4 Sterne bekommen. Ist jetzt keine schlechte Bewertung, aber ich finde, Colleen Hoover hat definitiv Bücher, die ein bisschen besser sind und wo mir die Protagonisten nicht ganz so auf den Sack gegangen sind wie in diesem Buch hier. Und trotz alledem ist der Schreibstil einfach atemberaubend. Man fliegt nur so durch die Seiten und es ist so ein Feel-Good-Buch, das aber auch, ja, so das nötige Drama mit sich bringt und dann halt eben deshalb nicht langweilig ist.
Und ja, ich mag es, aber es ist nicht das Beste von ihr, finde ich. Dann habe ich noch gelesen, zusammen mit der Janine von The Empire of Books, Menduria, das Buch der Welten von Ella Meng. Auf diese Geschichte habe ich mich schon ultramäßig gefreut, besonders weil ich es mit Janine zusammenlesen konnte. Und dann durfte ich sehr schnell feststellen, dass diese Freude verflogen ist. Aber erstmal was zum Inhalt. Hier geht es um Lina, die ist 16 und lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Zwillingsbruder in einer, ja, ruhigen Gegend und hat dort eine Nachbarin, zu der sie regelmäßig geht. Eines Tages will sie den Hund der Nachbarin ausführen, was sie dann auch tut, und im Wald begegnet sie dann einem mysteriösen Wesen und einer weißen Wölfin, und damit überschlagen sich die Ereignisse, denn Lina stellt schnell fest, dass sie Teil einer anderen Welt ist, denn sie kann, wie heißt dieses Buch, das Buch der Welten, genau, von dem ist sie erwählt worden, und damit kann sie das Weltgefüge aber verändern. Und ja, sie befindet sich dann in Menduria, und Menduria ist ein ganz besonderer Ort, und was da alles passiert und wie sich das Ganze weiterentwickelt, müsst ihr selbst lesen. Ich fand den Einstieg gar nicht schlecht, den fand ich echt noch gut, da war ich auch noch Feuer und Flamme, aber so ab Seite 100 habe ich gedacht, boah, was ist das hier eigentlich? Das Buch konnte mich überhaupt nicht mehr catchen, mir war das alles viel zu wuselig, mir war das alles viel zu schnell, das ging hin und her und hin und her und da und dies und das und blub und keine Ahnung. Also in Chroniken der Unterwelt, jetzt mal als Beispiel genommen, würde das Ganze sich über 2-3 Bände ziehen, und hier ist das alles so komprimiert auf so wenig Seiten, und man hat das Gefühl, man läuft am Eiltempo durch und soll sich so viel Inhalt merken. Das ging für mich überhaupt nicht klar. Dann war hier die krasseste Insta-Love drin, die ich bislang dieses Jahr in irgendeinem Buch hatte. Ich habe nur so gedacht, oh mein Gott, was ist mit den beiden? Ah, morgen haben sie 20 Kinder. So hat es sich angefühlt. Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Irgendwie, ja, konnte mich das leider nicht so ganz überzeugen, und ja, deshalb hat es leider nur 2 Sterne von mir gekriegt. Das ist tatsächlich bislang die schlechteste Bewertung des Jahres, und ich habe Band 2 und Band 3 hier. Ich habe gesagt, ich werde Band 2 auf jeden Fall noch eine Chance geben, und ich hoffe inständig, dass es besser wird. Ich habe da so meine Bedenken und Zweifel, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und falls mich der zweite Band bis Seite 100 nicht von sich überzeugen kann, wird diese Reihe leider aussortiert. Und das tut mir so krass leid, weil sie ist so wunderschön. Und ich wollte so, so gerne noch den vierten Teil haben, aber ich weiß ja nicht. Wo ich die Grundidee echt gut fand, so mit dieser Welt und wie diese Welt zustande kommt und alles, ist eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen, aber irgendwie haperte es tatsächlich an dieser Umsetzung. Nach diesem Flop ging es zum Glück weiter mit meinem absoluten Highlight für diesen Monat. Ich bin so zerstört gewesen. Ich habe mir ewig Zeit gelassen für dieses Buch, weil es mich andauernd so zerstört hat innerhalb der Geschichte. Das war so krank, ne? Es hat mich so fertig gemacht, diese Geschichte. Und zwar rede ich von Throne of Glass, Kriegerin im Schatten von Sarah J. Maas. Oh my fucking Gott, was war denn bitte mit dieser Geschichte los? Die hat mich echt fertig gemacht. Ich war in einem totalen Gefühlschaos hin und her gerissen zwischen dem, was ich glauben wollte, zwischen dem, was passiert ist, und ich habe nur gedacht, was ist hier los? What the fuck? Es war richtig krass. Ich fand ja den ersten schon echt gut, wobei ich beim ersten Band erstmal in die Geschichte reinkommen musste. Hier geht's halt um Selena, und Selena ist eine junge Frau, die irgendwann zur Assassinin ausgebildet wurde und dann aber in ein Sklavenlager kam und dann vom König wieder einberufen wird, damit sie eventuell in einem Wettkampf zum Champion des Königs gekürt wird. Und dieser Wettkampf spielt sich halt im ersten Band ab, und das war schon echt gut mit diesen ganzen Elementen, die dazu kamen, mit diesen magischen Elementen, mit diesen kämpferischen Elementen. Also die Autorin hat einfach das größte Talent, so etwas zu schreiben, und im zweiten Band setzt sie nochmal eine Schippe drauf, damit hätte ich niemals gerechnet, aber sie hat es tatsächlich getan, und ihr alle sagt, dass sie es im dritten und vierten Band nochmal toppen wird. Das macht mir echt mittlerweile Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Geschichte, ich werde sterben beim Lesen, also wirklich, ich habe echt das Gefühl, ich werde sterben beim Lesen. Mittlerweile habe ich ja gehört, dass es 7 Bände werden sollen. Ich
Ja, bin sehr gespannt, da bislang ja nur die ersten vier erschienen sind. Der fünfte ist angekündigt für dieses Jahr, den habe ich auch schon vorbestellt. Und dann habe ich noch diesen Kurzgeschichtenband, wo halt diese fünf Kurzgeschichten, sind es fünf, ich glaube ja, drin sind. Und ja, das hier hat echt mein Leben zerstört. Ich liebe Throne of Glass. Ich habe Bammel vor Das Reich der Sieben Höfe 2. Ah, die Frau macht mich fertig. Und ich habe auch echt Respekt davor. Ist es Catwoman? Ich glaube, es ist Catwoman, was sie geschrieben hat. Oder ist es Batman? Ich weiß gar nicht. Einen von beiden der DC-Helden hat Sarah J. Maas auch geschrieben. Und davor habe ich auch echt Schiss. Auf jeden Fall hier meine absolute Leseempfehlung für diesen Monat. Lest Throne of Glass, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr werdet es merken. Es wird einfach richtig, richtig geil. Und der zweite Band war Bombe. 5 Sterne++. Ich bin gespannt auf die Fortsetzung. Und dann habe ich als Hörbuch immer so nebenbei gehört, von daher zog es sich schon, ich glaube auch schon aus dem Januar, weil ich Ende Januar angefangen habe, denn das Hörbuch war auch mega lang, 24 Stunden oder so hat es umfasst, weil es das ganze Buch halt in jeder Silbe umfasste und ja, ich habe dann halt beendet nach Throne of Glass. Goldener Käfig von Victoria Aveyard. Ich war sehr gespannt auf diesen dritten Band. Der erste hat mir fabulös gefallen. Der erste ist eine Geschichte um Mare, unsere Protagonistin, die sich so mit Diebereien und so durchs Leben schlägt, denn ihre Gesellschaft ist sehr arm. Sie ist nämlich eine Rote. Es gibt in dieser Welt Rote und Silberne. Das hat was mit der Blutfarbe zu tun. Und die Silbernen haben spezielle Fähigkeiten. Und eines Tages wird sie dabei aber erwischt und muss dann... Nee, die wird nicht erwischt. Wie war das? Ich habe das Buch 2015 gelesen. Ich merke gerade, ich habe nicht mehr so viel Ahnung. Aber auf jeden Fall kommt sie an den Königshof und dort wird etwas von Anje entdeckt, was nicht normal ist. Denn Mare, obwohl sie rotes Blut hat, weist sie besondere Fähigkeiten auf. Und wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt und was es damit alles auf sich hat, müsst ihr selbst herausfinden. Ich war sehr gespannt auf Goldener Käfig. Ich verstehe, warum der Titel so heißt. Ich fand aber, das Buch hat sich in der ersten Hälfte so hingezogen. Es ist irgendwie die ganze Zeit das Gleiche passiert. Ich habe nur so gedacht, was ist hier los? Hast du das nicht gerade vor 2 Stunden schon mal gehört? Und ja, das hat mich echt genervt. Nach hinten raus wurde es dann spannender. Da kam mehr Action auf. Und ich habe so gedacht, okay, was passiert jetzt? Das Ende war einfach scheiße, weil das Ende so typisch Cliffhanger. Ich muss da jetzt noch einen Cliffhanger reindrücken, weil sonst kaufen die Leute nachher den vierten Band nicht, so eine Art. Und ich hab nur gedacht, das ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst? Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Trotz alledem konnte mich der hier nicht gänzlich von sich überzeugen, weshalb er nur 3 bis 3,5 Sterne von mir bekommt. Mein Lesemonat ging dann mit einem ganz, ganz, ganz großen Fehler weiter. Und zwar habe ich nach Throne of Glass gelesen. Wie konnte ich so dumm sein? Ich verstehe es nicht. Es war wirklich nicht intelligent, dass ich das gemacht habe. Die Legende der 4 Königreiche, ungekrönt von Amy Tintera. Das habe ich gemeinsam mit Jenny von Regenbogengarten und Franzi von die Bücherseen gelesen. Beide Kanäle verlinke ich euch. Und ja, ich war sehr gespannt auf diese Geschichte. Ich habe mich krass darauf gefreut, denn das hier habt ihr ja auch gewotet. Das war eure Nummer 3. In der Geschichte geht es um eine junge Prinzessin. Wie heißt sie denn nochmal? Emilia. Ich glaube, sie nennen alle nur, ich weiß es nicht, M wird sie, glaube ich, nur genannt. Und ihr Königreich wurde zerstört und sie sühnt auf Rache, weshalb sie sich als die Verlobte des Prinzen ausgibt, dessen Vater sozusagen ihr Königreich mit zerstört hat. Und sie will dann sein Königreich von innen heraus zerstören. Und ja, was dann alles passiert, müsst ihr selbst lesen. Ich finde schon, mehr kann man gar nicht zum Inhalt sagen, weil man sonst echt spoilert. Und es war so dumm, diese Geschichte nach Throne of Glass zu lesen. Weil ich meine, jeder, der Sarah J. Maas kennt, weiß, wie die Frau schreibt. Und dieses Buch hat dagegen einfach abgestunken. Das tat mir dann schon fast leid. Und ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, es nicht weiterzulesen. Weil ich so dachte, wenn ich das tue, dann werde ich diesem Buch hier niemals gerecht gegenüber sein. Aber ja, ich wollte Franzi und Jenny dann auch nicht warten lassen. Und es war einfach nicht klug, denn der Schreibstil hier war vergleichshalber echt miserabel. Und die Geschichte war halt etwas, was man kannte, was vorhersehbar war total. Ich bin ja auch, ich habe glaube ich einen Tag angefangen, da habe ich 100 Seiten oder 150 Seiten gelesen und dann habe ich den Rest innerhalb von
3 Stunden weitergelesen, weil der Schreibstil einfach so leicht ist und überhaupt nicht irgendwie anspruchsvoll oder sonst was, dass man hier nur so durchfliegt. Ich glaube, der zweite Band kann gut werden. Ich glaube, wenn ich vor dem zweiten Band nicht Throne of Glass lese, kann er mich auch überzeugen. Es war wahrscheinlich einfach nicht schlau. Ist jetzt halt so passiert. Alles in allem ist es eine nette Geschichte. Ich glaube, das ist wirklich was für Einsteiger in so Geschichten mit Königreichen und so High-Fantasy-Sachen. Da kann ich mir das gut vorstellen. An mancher Stelle habe ich mir aber wirklich gedacht, das ist mir jetzt nicht genug ausgearbeitet. Da haben mir Hintergründe gefehlt. Die Protagonisten sind mir sehr, ja, ferngeblieben. Die sind nicht so an mich rangekommen. Ich habe die als sehr, ja, durchsichtig empfunden, die wurden nicht klar für mich, die hatten wenig Facetten und trotz alledem glaube ich, dass das auf jeden Fall Potenzial hat und eventuell wird dieses Potenzial ja im zweiten Band ausgeschöpft. Trotz alledem hat es leider nur von mir 3 Sterne gekriegt. Als vorletztes, dann ist der Lesemonat tatsächlich schon wieder beendet, habe ich noch eine Reihe beendet und zwar mit Viele gern von Mona Kasten. Ich war sehr gespannt, denn dieses hier wird ja von vielen von euch als das beste Buch der Trilogie gehandelt, so. Und ja, ich war gespannt. Ich mochte die Geschichte von Sawyer und Isaac echt gerne. Die beiden lernen sich eines Tages über eine Freundin in einer Bar kennen und Isaac ist so ein kleiner Nerd und wird halt auch von vielen deshalb irgendwie gehänselt in der Uni und Sawyer kann sich das an dem Abend einfach ganz schlecht angucken und gibt ihm sozusagen als kleinen Boost einen Kuss. Und nach und nach entwickelt sich zwischen den beiden so ein Gemeinschaftsprojekt, denn Sawyer braucht für ihre Abschlussprüfung ein Thema und Isaac bietet einfach eine gute Grundlage für dieses Thema, was sie haben möchte. Und gleichzeitig will sie Isaac deshalb als Kompromiss bzw. als Gegenleistung anbieten, ihn irgendwie so zu stylen und fertig zu machen, dass er jedes Mädchen kriegen kann. Und darüber hinaus entwickelt sich natürlich irgendwie was zwischen den beiden, was das ist und wie es passiert und was alles kommt und keine Ahnung, wie es ausgeht, müsst ihr selbst herausfinden. Ist jetzt nichts, was man noch nie gehört hat, fand ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich mag Monas Schreibstil, der ist einfach locker leicht, da fliegt man einfach nur so durch die Seiten. Ich mochte Sawyer, Isaac fand ich auch irgendwie interessant, doch tatsächlich ist Isaac mir nicht ganz so intensiv hängen geblieben, wie zum Beispiel Spencer oder Caden. Die waren etwas spezieller und Isaac war irgendwie, der ist so an der Oberfläche geblieben, der ist nicht ganz so tief eingedrungen, so wie Sawyer, die sehr speziell ist, die was ganz Eigenes hat und die man schlecht vergessen kann, sage ich jetzt mal, ist Isaac genau das Gegenteil, was ja vielleicht auch die Geschichte hergibt, aber er entwickelt sich im Laufe der Geschichte auch nicht zu einem, also dass er da was anderes kriegt. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ansonsten wieder eine gelungene Geschichte von Mona und hat deshalb von mir 4 Sterne gekriegt. Und last but not least habe ich dann noch als Hörbuch gehört und das ging rasant, denn diese Bücher, die suchte ich einfach immer nur so weg als Hörbücher. Und zwar Nachtblüte, die Erbin der Jahreszeiten. Das ist der 3. Teil von Jennifer Wolf. Und ja, ich habe ja Morgentau geliebt. Das hat damals von mir 4,5 Sterne gekriegt, weil es einfach eine wirklich tolle Geschichte ist. Denn es geht um die Göttin Gaia und ihre 4 Söhne, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und alle 100 Jahre wird eine Auswahl gemacht sozusagen und ein junges Mädchen darf sich einen von den 4 Söhnen der Göttin aussuchen und wir sind jetzt hier sozusagen bei dem 3. Sohn. Welcher das ist, verrate ich nicht. Lest selber. Der 1. war wirklich toll, der 2. war auch gut, der 4. war, der 3. war jetzt auch gut. Nicht ganz so stark, wie ich finde, wie der 1. Es ist natürlich einfach kitschig, was total schön ist. Ich mag das, dass das so kitschig und einfach, ja, dass das so eine Geschichte ist, die einem einfach ein total gutes Gefühl gibt und ich finde es interessant, dass sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was der 4. Band hergeben wird und dann gibt es ja noch sozusagen einen 5. Band. Ich weiß jetzt, glaube ich, auch schon, um wen sich dieser 5. Band drehen wird. Bei dem 4. fand ich es sehr offensichtlich und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine Reihe, die man mal so als Snack zwischendurch lesen kann, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, das waren sie, meine Bücher im Lesemonat
von Februar 2018. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gelesen habt. Ich freue mich jetzt schon von euch zu lesen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye!